wechseln. Wir sind noch auf den Beinen. Nach etwa 100 Metern findet so jeder langsam seine Position. Ganz vorne oder? Einer für die Pace. 1000 Meter, das heißt 2,5 Runden. Viel taktieren ist da gar nicht, da wird draufgehalten. Die vielleicht schnellste Mittelstrecke auf der Rundbahn. In Folge einer Führung ein Athlet aus Witzhausen, ein Tempomacher. Nach 400 Metern geht er raus. Schauen Sie mal auf die Startnummer. Da ist ein Hase positioniert. Eine nette Idee vom Veranstalter. Also alle Athleten mit so einem Hasen auf der Brust sind dies sprichwörtlich auch Hase-Tempomacher heute hier unterwegs für gute Zeiten. Ja, wir beginnen jetzt den 1000 Meter und wollen natürlich. Die letzten 200 Meter für die Jungs hier auf der Rundbahn. Sebastian Schenk, VfB Spandau im Grün-Trikot in Führung vor Tobias Arnold Bartschön. Vorgabe jetzt also für Lauf.